Österreich ist krank wie nie zuvor und das ist keine versteckte Systemkritik, sondern eine aktuelle Tatsache. Rund 394.000 Krankenstände gibt es zurzeit in Österreich. Die Dunkelziffer der insgesamt Kranken in Österreich, der im Kinder- und Pensionisten nicht mit einberechnet sind, die dürfte bei über 600.000 liegen nach aktuellen Schätzungen. Also bedeutet das, dass rund 600.000 Personen, wenn nicht noch mehr, zurzeit in Österreich krank sind. Das ist ein trauriger neuer Rekord. So viele waren in Österreich noch nie zum gleichen Zeitpunkt auch im Krankenstand. Trauriger Spitzenreiter ist Wien, das ist natürlich aufgrund der Einwohnerzahl wenig überraschend und 84.000 Personen befinden sich dort in der Bundeshauptstadt zurzeit im Krankenstand, gefolgt von Oberösterreich mit rund 62.000. Danach folgt dann Niederösterreich und die Steiermark in dieser Reihenfolge. In Wien generell gibt es auch sehr viel Kritik daran, dass sich die Zahlen sehr stark vervierfacht sogar haben. Insgesamt gab es nämlich in Kalenderwoche 50 rund 8.000 neue Fälle, in Kalenderwoche 51 dann gab es über 34.000 neue Krankenstände. Das wird auch zum Teil heftig kritisiert, zum Beispiel von der ÖVP, von Ingrid Korosek, die hat dazu gemeint, es ist ein Totalversagen des Systems. Allerdings die andere Seite der Wahrheit ist selbstverständlich auch, dass in ganz Österreich es enorm viele Krankenstände gibt. Wenn man sich eben wie erwähnt zum Beispiel Oberösterreich ansieht, da sind es eben rund 62.000 bis 64.000 Personen und es hat nur einen Bruchteil der Einwohner auch von Wien. Die Begründung für diese enorme Welle an Krankenständen, die ist folgende, und zwar gibt es zurzeit eine Triple-Welle. Es gibt zurzeit eben das Coronavirus, es gibt Grippeviren, und es gibt natürlich auch die RS-Viren, die besonders Kinder betreffen. Coronavirus ist zurzeit nicht einmal so stark ausgeprägt wie die letzten beiden Jahre zu diesem Zeitpunkt. Die 7-Tages-Inzidenz, die befindet sich nämlich zurzeit dabei rund 300 bis 400. Bei der Grippe allerdings, da sieht es um einiges schlimmer aus, da ist die 7-Tages-Inzidenz bei 4.336. Virologen wie zum Beispiel auch Norbert Nowertny, die haben das schon zu erklären versucht. Und zwar gab es eben die letzten beiden Jahre, also 2020 und 2021, enorm viele Corona-Zahlen und enorm viele Corona-Maßnahmen. Dadurch gab es sehr wenig Grippefälle und eine geringere Grundimmunisierung bei vielen Österreichern und Österreicherinnen, die es deshalb wegen der Grippe, wegen der Influenza besonders stark erwischt haben. Die Folge von all dem, die sieht so aus, und zwar, dass es zum Beispiel in vielen Schulen, in über 100 Schulen sind es inzwischen, eine Maskenpflicht gibt. Viele Virologen haben gesagt, das sollte sich auch ausweiten, besonders über die Feiertage, die nun anstehen, sollte es eine generelle Maskenpflicht geben. Allerdings ist das zum jetzigen Zeitpunkt enorm unwahrscheinlich, dass das tatsächlich noch kommen sollte. Eine weitere Folge, die noch ein bisschen dramatisch ist, ist in den Krankenhäusern. Zum Beispiel in Graz sieht es nämlich zurzeit folgendermaßen aus, dass viele Akutfälle gar nicht mehr genommen werden, beziehungsweise es muss schon ein enormer Akutfall sein, wie es auch offiziell definiert ist, damit man überhaupt in ein Krankenhaus zurzeit noch aufgenommen wird, dass sehr wenige Plätze da sind. In Wien, eben, wo ich mich gerade befinde, da sieht die Lage ein bisschen besser aus, jedoch nicht, wenn man es auf die Kinderstationen hochrechnet, denn da gab es rund vor einer Woche nur mehr 62 freie Kinderbetten. Inzwischen sind es nochmal um einiges weniger geworden. Es ist jetzt doch nicht sonderlich dramatisch die Lage, allerdings geht die Tendenz ganz stark dahin, denn auch das erwarten Virologen, und zwar, dass es die kommenden Wochen aufgrund der Feiertage natürlich noch um einiges schlimmer werden könnte. Was bleibt also nach all dem? Es ist eine enorme Zahl, es ist ein neuer Rekord an Krankenständen. Die Tendenz ist weiterhin steigend. Die nächsten Wochen werden entscheidend, denn die aktuelle Welle, diese Triple-Welle, wie erwähnt, die könnte sich nach aktuellen Schätzungen bis April ziehen.